Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu meinem Black Friday Deal Video, wo ich dieses Jahr zugeschlagen habe. Eine Sache kann ich euch nicht zeigen, weil ich da einen Code gekriegt habe. Das ist halt meine Microsoft 365 Lizenz. Also Familienlizenz, also Microsoft 365 Family für 6 PCs oder 6 halt, nein, nicht 6 PCs, für 6 Konten. Ja, das kann ich euch nicht zeigen. Das hole ich mir jedes Jahr, weil ich halt Outlook als E-Mail-Programm benutze und das weiterhin benutzen möchte. Und das neue, das aktuelle Outlook, also nicht das, was halt jetzt in den Standardversionen wie Office 2016 und so drin ist, weil der neue Outlook da ein paar Vorteile hat und wegen dem 1 TB Speicher. Und das hat nämlich denn jedes von diesen 6 Konten hat 1 TB Speicher. Das heißt, ich, meine Mutter, meine Tochter und meine Frau haben jeweils 1 TB Speicher. Fünf, ich habe ja dann noch ein Konto belegt, da habe ich einen Kumpel drinne. So, und ja, da gehen dann halt alle Fotos, die ich auf dem Handy mache, gehen dann gleich in die Cloud, in OneDrive, und kann sie mir dann praktisch da in verschiedene Ordner tun. Haben wir auch verschiedene Ordner, Familienordner, und wenn wir dann halt nach Datum und nach bestimmten Veranstaltungen geordnet und sowas alles. Wildpark, Tierpark, Zoo, sowas halt. Und dann halt auch ein Datum dazu geschrieben, falls wir öfters mal da sind. Und dann können wir das halt zum Beispiel auch bei Fire TV über eine App, können wir dann auf die Cloud zugreifen und können einfach sagen, ja, wir gucken uns jetzt mal ein paar Fotos an. Wir müssen die nicht mal auf die Festplatte, nicht mal auf die Festplatte machen oder ausdrucken oder auf einen Stick oder irgendwas, einfach in die Cloud, dann sucht man sich den Ordner aus und kann ganz flüssig, selbst flüssig Videos gucken ohne Probleme, und läuft wirklich wunderbar. Aber davon mal abgesehen. Also es wird jetzt hier nicht großartig was bei sein, wo man sagt, wuff. Es sind auch Sachen mit bei, die wollte ich gar nicht kaufen. Die habe ich nur gekauft, weil das, ehrlich gesagt, das Angebot geil war. So. Fangen wir hiermit an am besten. Ein paar Sachen sind halt eigentlich Sachen, die nötig sind. Also die Seite kann ich euch nicht zeigen. Ich habe mir Schuhe gekauft. Also ich wurde darum gebeten, von meinen Töchtern mir Schuhe zu kaufen. Ihr wisst, ich habe ja schon Schuhe. Meine Balance, die ich immer hole, einmal im Jahr hole ich mir New Balance. Ja, aber ich wurde jetzt gebeten, mir Winterschuhe zu kaufen. Und jetzt habe ich mir halt wirklich seit 20 Jahren das erste Mal Winterschuhe gekauft, mit einer dicken Sohle gefüttert, die man schön zumachen kann, dass ich halt mit in Schnee kann. Das wurde von meinen Kindern gewünscht, weil wenn der Schnee zu hoch war, konnte ich mit meinem Balance natürlich da nicht langlaufen. Hab's natürlich teilweise gemacht, hatte dann nasse Beine, nasse Hose. Und wenn es zu lange war, war ich dann halt krank. Aber okay. Ja. Und da haben sie sich gewünscht, dass ich mir Schuhe kaufe, und habe mir jetzt halt Schuhe gekauft. Die sollten kosten irgendwas in den 49 Euro. Ach, ich habe vergessen vorzubereiten. Sollten kosten 49 Euro. Ich habe in den 20 bezahlt. Nee, darauf. Meine Bestellungen. So, genau. Bestelldetails anzeigen. 48,99 sollten sie kosten. Und ich habe bezahlt 24,49 €. Billiger kriegst du bei Deichmann auch nicht. Muss man so sagen.
packe ich mal alles aus und dann packe ich das gleich wieder da rein. Macht sich besser. Weil ich war, wir waren ja vorher auch bei Deichmann und habe mir das dann halt aufgeschrieben, habe auch Schuhe anprobiert, auch so in der Art wie die. Aber die waren halt teurer. Ich habe mir halt, habe auch anprobiert, alle drum und dran und habe die richtige Größe mir dann ausgesucht und so. Und habe dann halt mir das alles aufgeschrieben. Und habe gesagt, wenn ich beim Black Friday Bill herkriege, dann nehme ich beim Black Friday. Wenn nicht, hole ich sie bei Amazon. Ach Quatsch, bei Deichmann. Aber bei Deichmann hätten sie in meiner Größe im Angebot um die 34 Euro oder so gekostet. So, dann eine Sporttasche. Dafür habe ich bezahlt. Schreib Bewertung. Bestellte Teils. Weil die Große ihre ja gerne wieder haben wollen würde. €12,99 und sollte eigentlich knapp 30 kosten. Da habe ich ja halt diese hier geholt. Also hier seht ihr sie dann aufgemacht. Da kannst du an der Seite Schuhe drin machen. Die gibt es jetzt immer noch mit Rabatt. Also eigentlich kostet sie €25,99. Jetzt kriegt er sie für €19,99. Und ich habe halt bezahlt, was habe ich noch bezahlt? €12,99. Und Quatsch, machen wir jetzt einfach mal auf hier. Weil ich habe jetzt immer die Tasche für Sport von der Großen gehabt. Und wenn die ihr Survival Camp hatte, hat sie halt ihre Tasche wieder gekriegt. Das ist aber dann halt doof, wenn sie ihre Tasche dann wieder kriegt. Ein Sportzeug müffelt halt. Und die ist halt ein Stück kleiner, weil die Survival Tasche, also Survival Tasche, ich sag jetzt, die sie für Survival Camp nimmt, die ist halt doppelt so lang in etwa, also die ist bis hier, viel zu groß für mich. Und das reicht aus für meine Trinkflasche, mein Knochenschallteil, Sporthose, T-Shirt, zwei Handtücher und hier an der Seite haben wir eine Tasche, wo wir die Schuhe drin machen können. Wenn wir aufmachen und die Schuhe hier reinschieben, dass die Schuhe nicht mit den Sachen zusammen sind. Ja. Das ist ganz gut. So, die habe ich aber auch nur geholt. Ich habe schon Sporttaschen in meiner Beobachtungsliste gehabt. Und die habe ich mir jetzt nur geholt, weil das Angebot gestimmt hat und ein gutes Angebot war. So, dann habe ich hier geholt. Das ist jetzt Kleinkram, ehrlich gesagt. Zweimal USB, weil sie im Angebot waren. Einmal USB-C-Kabel mit 100 Watt, der 100 Watt kann. Für mein Handy zum Laden. Ja, und einmal ein Dreierpack USB-C-Kabel, rot. Weil ich habe jetzt meine USB-C-Kabel, die ich habe, alle nach und nach, also die langen, verbraucht. Zum Beispiel für das Lowboard, wenn ihr das Verkabelvideo geguckt habt, da sind drei lange USB-Kabel von über 2 Meter oder knapp 2 Meter drauf gegangen für die HDMI-Switcher zum Beispiel und dann für die Ladegeräte. Und dann habe ich ja zwei hier am PC direkt. Und mir fehlt halt für mein Ladegerät mit 150 Watt fehlt mir ein längeres Kabel. Da muss ich mal gucken, ob das alles so funktioniert. Und auch für das Schlafzimmer fehlt mir noch ein USB-Kabel. Weil da ist jetzt vorne schon so ein bisschen wackelig. Und ich habe halt keinen
lang mehr der von der Steckdose, weil die ist so hinterm Nachttisch so ein bisschen drinne. Und da bräuchte ich einen langen USB-C-Kabel bis nach vorne, dass ich das Handy über Nacht laden kann. Und ich habe jetzt keinen langen mehr und deswegen habe ich gedacht, ja, weil ich für das Auto auch noch eben brauche, weil der auch einen Knick hat, weil der immer Fräuchchen nicht aufgepasst hat und der halt unterm Sitz mit irgendwie eingeklemmt war, habe ich dann gedacht, der nimmst du halt diese Dreierpack, hast du halt hier 2 Meter, 1 Meter und einen halben, nee, und nur ein paar Zentimeter, hier sind ja nur so ein bisschen gerollt für das Auto, für zu Hause und dann halt hier USB Ladekabel auch für zu Hause, für die Couch und für das Bett. Und zwar haben die gekostet 8,99 €. €8,99. Ich habe bezahlt 0 €, weil ich halt einen Gutschein hatte. Dann die USB-C hier. Die sollten kosten 2 Meter lange, die ich da bestellt habe. Oder ist es nur einer? Müssen wir gleich mal hingucken. Also 8,99 €. Ich glaube, es ist sogar nur einer. Bestellte auch 0 €. Nee, 5 €. 5,25 €. Ja, das ist nur einer. Einer, der 2 Meter lang ist. Ja, es sind zwar keine 150 Watt, aber 100 Watt ist ja auch schon mal viel wert. Mit dem Original-Ladegerät. Die weiß ich jetzt ja nicht, wie viel die ausgelegt sind, aber im Auto kannst du ruhig langsam laden, da sind wir ja eine Weile unterwegs. Und weil das Standardkabel von meinem Xiaomi ist halt nur so lang. Ja, wenn ich das oben lang lege, das reicht nicht aus. Lege ich das schon immer oben auf die Ablage, also praktisch auf die Oberseite von der Couch. Aber sobald die Katzen da langlaufen und runterfällt, zack, bumm, ist der Kabel raus. Ah, hier genau. Das habe ich nur gekauft, weil es im Angebot war. Das machen wir mal später. Machen wir erstmal nur die Sachen, die wichtig oder halbwegs wichtig sind. Das ist ein Zwischending. Das ist auch ein Zwischending. Ja, das ist auch. Ja, dann habe ich hier so ein. Ich habe ja so eine Sprühflasche für Öl geholt. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Die nehme ich jetzt für Essig und jetzt habe ich hier eine direkt für Öl. Kannst du denn hier so aufmachen und dann kannst du hier pumpen und dann kannst du zumachen, dann ist zu und dann kannst du auch nichts machen. Die habe ich geholt. Die hatte ich auf meiner Wunschliste. Da habe ich eine Benachrichtigung gekriegt, dass die gerade krass im Angebot ist. Weil deswegen packe ich immer alles auf die Wunschliste, was mich so interessiert. Und dann sagt Alexa dann hier, ey, pass auf hier, irgendwas auf deiner Wunschliste ist im Angebot. Hast du Bock noch? Wo ist denn jetzt hin? Da oben. Ja,
bestellte Tests anzeigen. Die sollte kosten 6,99 €. Das ist aber anders. Im Blau 16 €. Nee, die hat eigentlich 13 €. 13,99 € war die eigentlich. Und ich habe bezahlt 6,99 €. Okay. Dann war das jetzt nicht wirklich ein Schnäppchen. Weil das war eigentlich gesagt, also hier steht hier 6,99 € immer noch. Mit Prime-Versand und in Blau, wo der Deckel oben blau ist, 16,99 €. Und es war damals, wo ich bestellt habe, damals, vor ein paar Tagen schon teurer. Da hat Blau auch, glaube ich, 16,99 € gekostet und die graue 3 € weniger, 13,99 €. Und da habe ich gedacht, Mensch, Angebot 6,99 €, das ist ja die Hälfte gespart sozusagen. Ja, da habe ich zugegriffen. Die kostet jetzt immer noch 6,99 € und scheint jetzt auch hier nichts mehr mit Rabatt zu stehen. Das ist jetzt der reguläre Preis, so wie es aussieht. Ja, das ist der reguläre Preis. Okay. Dann ist das, was sie vorher hochgesetzt haben und dann runtergesetzt haben, dann ist das jetzt nur kein Schnäppchen. Also das ist hier für Gemüse. Ja. So. Dann habe ich mir einen neuen Schal geholt. Ich hatte schon für 1 € bei Penny ihn geholt, hatte ich euch ja gezeigt, diesen Schlauchschal. Der ist eigentlich ganz gut, aber ein bisschen Offenheit, weil große Lücken. Und der Hart. Der zieht Fäden. Ja, durch die Ohrringe, durch den Bart, jedes Mal durchschlüpfe und dann hast du hier überall die Fusseln hängen und der sieht jetzt auch nicht mehr schön aus, schon an den Seiten, wo es alles so auseinandergefluppt. Und dann hatten sie hier bei Amazon, ich guck, ich zeig dazu hier, macht, wieso mache ich dazu? Also wenn ich Winterschuhe habe, brauche ich natürlich auch einen Schal, ich muss ja auch warm angezogen sein. Mütze habe ich ja euch gezeigt, da habe ich mir jetzt nicht nochmal eine neue gekauft, weil da reicht mir eine. Bestelldetails. Ja, da habe ich nur ein paar Euro gespart. Die kostet 15,99 €. Also das Ding kostet 15,99 €. Und ich habe bezahlt 13,49 €. Ist jetzt nicht viel gespart. Da spart man momentan nur 10% extra jetzt. Also 10% Aktion. Und das ist halt jetzt nicht Wolle, das ist jetzt Stoff. Ja? Und halt innen drin so Teddyfell, so gefüttert. Ja, das sieht dann halt so aus. Hat hier unten hier so ein Lederbamsel. Und das ist dann halt was enger. Da kannst du dann halt auch. So eine Jacke machen. Wenn ich zum Kindergarten gehe, mit der Kleinen im Winter, wenn es richtig arschkalt ist, ziehe mir meine Mütze auf. Kann mir das auch hier so ein bisschen drunter ziehen. Aber wichtig ist, dass es halt bis zu den Ohren geht. Ja? Und dann kann ich so. Und wenn der Wind doll kommt, geht der erst hier gegen und ich kann weiter atmen, weil ich habe Probleme, wenn der Wind zu doll von vorne kommt, krieg ich keine Luft. Und durch die Ketten, durch die Ohrringe, die ziehen halt richtig die Kälte an. Wenn ich das dann, habe ich das dann so drüber und die werden nicht kalt. Ich kann es natürlich auch komplett runter machen. So.
Und habe dann hier schön, oh, so schön warme, fühlt sich gut an. Also wenn das gut ist und nochmal ein Angebot ist, also wenn das jetzt sich so, also jetzt vom ersten Tag kommt vorwärts echt gut, fühlt sich richtig an und schön warm ist das an. Wenn das toll ist, dann hole ich mir wahrscheinlich davon nochmal ein Zweites irgendwann mal. Weil ist nicht verkehrt, ein Zweites zu haben, weil eins wäscht man ja und dann hat man noch ein Zweites. Und ich habe eine Tochter, da kommt dann die andere sowas auch mal weg. Und kommt dann in ihr Zimmer. Das machen wir gleich. Hier habe ich ein ganz komisches Angebot gleich für euch. So, hier haben wir Bimol Pin. Ah, das ist ein Stift. Den habe ich, weil der hat Magnet. Den habe ich mir für den Kalender geholt. So, wir haben hier denn auch. Verschiedene, also nicht nur eine, sondern wir haben hier ganz viele Minen mit bei. Kann man jetzt sehen hier. Wenn der leer ist. So, der ist dann halt, hat halt so eine bisschen komische Form. Ja, aber der liegt halt wirklich gut in der Hand. Der hat hier so Spielereien, die eigentlich nichts machen. Die kann man drehen, das ist dann halt dann. Oh, ne? Mehr ist das eigentlich nicht. Wir haben noch einen Kippschalter. Hier ist noch gar nicht was drin. So. Muss ich mal gucken, wo oben unten ist. Ah, hier, genau. So. Passt gar nicht durch. Ich glaube, den muss ich zurückschicken. Weil der passt nicht. Der passt nicht durch. Also hier, das passt durch hier. Aber das Teil muss ja hier oben rein. Und das passt nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Wir machen das mal fest. Oder muss ich das abziehen? Oh, nee. Dann geht das ganze Ding ab. Nee, das ist nicht gut. Dann geht alles ab. Doch, jetzt geht's rauf, oder?
das geht nicht. Sind die alle so? Nur noch eine raus. So. Nee. Ich bin eigentlich so bescheuert, eine Mine hier reinzumachen. Wollt ihr mich verarschen? Nee, es geht einfach nicht. Das ist unten zu dick. Also hier, das ist zu dick, damit es da in den Ding reinpasst. Ich versuche es mal andersrum. Ah, okay, so wird ein Schuh draus. Ne, das ist aber zu lang. Die muss unten reingeschraubt werden. Unten muss abgeschraubt werden. Aber der guckt sie ziemlich weit vor. Ja. Naja. Ja, und das hat jetzt hier verschiedene Spielereien. Hat hier einen Knopf. Hoppala. Hier einen Knopf. Dreht sich auch wie eine Kugel. Hier oben kann man dran drehen. Dann hat man hier noch einen Kippschalter. Den ich jetzt gar nicht drücken kann, komischerweise. Und hier haben wir noch ein Rad. Wieso kann ich denn den Drehschalter jetzt nicht mehr machen? Jo, der Drehschalter, der Kippschalter ist schon kaputt, den Streamer benutzt und dann ist er schon kaputt. Ja, da hast du halt hier so einen Kippschalter gehabt, der konntest du dann halt kippen. Jetzt kannst du nicht mehr kippen. Aber du kannst halt hier noch drehen. Ja, der geht zurück wahrscheinlich. Also der geht wahrscheinlich zurück, weil das ist mir nichts. Kann ja sein, der Kofi was und dann geht das schon beim ersten Mal kaputt oder was? Da habe ich gedacht halt, weil der hier irgendwie magnetisch sein soll. Und ja, wenn du dann halt was schreibst, ja, wenn du überlegst. Und wenn ich dann immer hier was zum Rumspielen habe und dann nochmal testen für die Große. Vielleicht ist das für die ja auch interessant. Wenn sie denn nervös ist und so zum Runterkommen. Vielleicht interessant für die Schule. Weil das auch nicht so laut ist und so. So, und für den habe ich bezahlt. Der wird auch zurückgehen.
Da ist er. So, Bestätigte. Der sollte kosten 4,88. Ich habe 2,44 bezahlt. So, jetzt kommt aber der Knaller. Also, das wollte ich eigentlich gar nicht bestellen. Also, das war diesmal bei Black Friday auch nicht meine Intention, das zu bestellen. Okay. Der Originalpreis, sage ich euch erstmal, ist 39,99 €. Also 40 Euro. Ich habe das Produkt dann den Black Friday weiterhin noch beobachtet. Weil für den Preis, wo ich es geschossen habe, kam mir das schon, selbst für einen Black Friday, sehr gut vor. Und einen Tag später, also ich habe es abends, habe reingeguckt und habe das eigentlich nur durch Zufall gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade bestellt hatte oder geguckt hatte, und dann wurde das halt angezeigt, hier könnte dich auch interessieren. Nur deswegen. Nur weil ich da halt gerade drinne war und mir das vorgeschlagen wurde, habe ich es den Abend überhaupt erst gesehen. Und der Preis, der da stand, den siehst du ja denn so, der war schon gut. Und dann bin ich da rauf, da konnte man einen Coupon aktivieren. Und da dachte ich mir, da musst du zuschlagen. Für den Preis musst du zuschlagen. Wie gesagt, 40 Euro, also 39, noch was, der reguläre Preis. Der Black Friday Deal dann, ich habe es nicht mal im Black Friday gekauft, also nicht am Freitag, sondern in der Black Friday Woche. Und es war auch nur ein Abend, wo ich sie gesehen habe. Ich habe es weiterhin auf meiner Liste und ich habe ja auch gerade wieder reingeguckt. Ist immer noch bei 40 Euro. Der offizielle Black Friday Deal dafür waren 31 Euro. Plus nochmal ein paar Prozente. Ja, kann man noch so Coupon mit Prozenten aktivieren. Ich habe es gekriegt für 11,97 Euro. Da habe ich mir so ein externes Mikrofon geholt, weil Rudi ja auch gesagt hat, das wäre vielleicht mal interessant, wenn ich Verkabelvideos mache oder so, wenn ich ein bisschen weiter weg bin und so, dass ich dann halt kein Kabel mir ranmachen muss. Und das werde ich dann mal demnächst testen. Für die Aufnahme ist das Wert jetzt auch okay, aber wenn ich dann halt wechsle in die Unboxing-Ansicht, dann würde das ja auch nach unten zeigen. Da ist es dann uninteressant. Aber für so eine Videos oder wenn ich halt dahin filme oder so, wo ich direkt vor der Kamera bin, wenn ich jetzt zum Beispiel Fire TV-Video mache, wo ich halt eher neben der Kamera bin, ist das auch nichts. Aber ja, da hätte ich dann schon was. Und für 10 Euro, also 11 Euro, so kann man das mal mitnehmen, habe ich gedacht, zum Testen. Und wenn es scheiße ist, kann ich immer noch zurückschicken und kriege dann halt meine 11 Euro noch was wieder. Ja, Mai. Aber auch mit Spinne alle drum dran. Aber da kann man nichts verkehrt machen, würde ich sagen. So. Das kommt dann später. So, machen wir erstmal den Elefanten im Raum noch. Das kommt auch später. Oh, das kam nicht heute. Sollte eigentlich erst Samstag kommen. Und das andere hier, was hier große, das sollte eigentlich morgen kommen. Ne, übermorgen. Freitag. Ich habe euch ja gesagt, was meine Hauptintention dieses Jahr Black Friday war. Sachen zu kriegen für Weihnachten und so, die noch gefehlt haben. Also wie gesagt, eine Sache, die noch gefehlt hat, und
Kein Kram, was wir so jetzt brauchen. Also Schuhe, Schal, USB-Sticks, ach Quatsch, USB-Kabel, Stifte. Ja, so Kleinkram, Kram, was halt oder den Ölverstäuber oder so, das, was halt neu fehlt hat im Haushalt, wenn ich das für einen schmalen Taler kriege. Gut, beim Ölteil habe ich jetzt keinen schmalen Taler, habe ich für den jetzigen Preis gekauft, aber da, wo ich es gekauft habe, war nicht der jetzige Preis, da war die Hälfte billiger. So. Und ich habe Glück gehabt. Wann habe ich es gekauft? Ich habe es gekauft am 31. Januar kann ich es zurückschicken wieder. Also bis 31. Januar. Bestellt am 25. November. Muss ich mal gucken, wann der 25. November war. Ach, das war direkt am Black Friday. Ich habe die ganze Woche, habe ich nämlich geguckt, geguckt, geguckt. Da war es nicht. Und bestellte Teils. Reguläre Preis 49,99 €. Ich habe 37 € bezahlt. Mach mal so. Ja, das seht ihr jetzt nicht viel. Das ist ein Gestell. Hat man denn so aufbaut? Warte, seht ihr das? So, so ein Zylinder. Ist auch mit Wandhalterung, also für die Decke. Ach, da kann ich. Oh Gott, da kann ich aber ganz schön kürzen, wa? Eieieiei, das hängt doch viel zu tief denn. Ja, das lasse ich meinen Onkel machen. Das lasse ich meinen Onkel machen. Dann müssen wir mal testen, wenn die Kleine im Kindergarten ist, wie weit runterhängen das soll. Weil das ist hier, hier ist noch ordentlich Kabel dran. Also das ist viel zu viel. Kann eigentlich über die Hälfte von weg. Müsste man ja dann hier irgendwie locker kriegen, oder? Ah, da kommt es raus. Ah, da ist eine Klemme mit dran. Ich glaube, hier oben können wir das dann nicht machen. Müsste man dann tatsächlich hier unten über den Stecker machen. Ah ja, hier ist eine Schraube drin. Ja, ich bringe es beim Onkel. Der ist Elektriker. Und werde ihn mal fragen, ob der das halt hier um die Hälfte kürzen kann. Und. Oh, das ist falsche. Ich habe Dino bestellt. Ja, da muss ich gleich am PC, ich muss jetzt reklamieren. Gucken. Ist der Dino vielleicht auch noch dahinter? Nö. Blöd. Ach, fuck. Der wird aber langsam knapp wegen Weihnachten. Da muss ich jetzt gleich nach dem Video gleich an den PC. Mist! Mit Giraffe. Ich habe Dino bestellt. Sieht man ja auch hier. So, da ist das Dino-Bild auch drin. Kinderdeckenlampe. Bestellte Teils anzeigen. Bestellte Teils. Also, das ist die Rechnung schon, aber hier steht, wo steht denn hier der Name?
Verkäufer-Feedback abgeben, Einstellungen schreiben, Erstattung anfordern, Verkäufer kontaktieren. Oder haben Sie eine Frage? Wann bekomme ich das, dieses zurückgeben? Das habe ich nicht versendet, sonstiges. Produktinformation, Rücksende, Versand, Gratisfehler, Fehlerbehebung. Planung von Hausprodukt, bezogene Anweisung erhalten. Etwas anderes. Ich habe die falsche Lampe bekommen. Ich habe eine Dinosaurierlampe bestellt und habe mit Giraffen bekommen. In Autos. Ich will aber unbedingt die Dinosaurierlampe. Meine Tochter hat sich die gewünscht. So. Absenden. Ach nee, ich habe abbrechen gemacht. Ich habe die falsche Lampe bekommen. Ich habe irgendwelche komischen Giraffen in Autos bekommen und ich habe aber Dinosaurier bestellt. Meine Tochter hat sich die gewünscht. So. Fertig. Ich habe eine Nachricht. Gibt dem Verkäufer ein paar Tage Zeit? Ja, ein paar Tage. Ist schon Dezember. Kann ich den nicht kontaktieren? Und ich würde den Black Friday Deal weiterhin behalten. Also nicht, dass er sagen musste, geben die dir zurück und dann musst du nochmal neu bestellen. Ich will den für den Preis haben. Ich muss mit Frauchen nochmal fragen, vielleicht denn doch die Version, die direkt an der Decke hängt. Nicht die, die runterhängt. Naja. Mein Onkel macht das schon. Der ist ja Elektriker. Elektrikermeister oder sowas. So, dann habe ich bestellt eine Nummernschildhalterung. Weil ihr wisst ja, beim letzten Hochwasser, was wir hier hatten, bin ich durch eine etwas tiefere Pfütze von so gefahren und da ist mir mein Nummernschild vorne. Und da habe ich erstmal ein älteres, was ich noch im Keller hatte, provisorisch vorne hinten befestigt. Weil das halt alles schwarz ist und das alte war halt Silber mit was weiß ich. Und hinten hattet ihr auch schon den Defekt gehabt, das hatte ich ja notdürftig repariert. Aber das neue hat halt mit den Löchern nicht 100% übereingestimmt hinten. Vorne musste ich neue machen. Und hinten hat es nicht 100%ig gestimmt, da ist die Schraube jetzt ein bisschen schräg. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich mir dann noch ein neues Teil hole. Früher oder später. Und ich habe bezahlt bei den Bestellungen. Bestellte Details anzeigen. Achso, jetzt sehe ich den. Ich sehe nur den Gesamtpreis. So, muss ich raufklicken.
Das sollte so um die 28 Euro kosten. Ich habe bezahlt um die 17 Euro noch was. 17,99 mit dem Schal zusammen habe ich das geholt. Hat sehr positive Bewertungen gekriegt und deswegen. Dann habe ich was geholt, wo mein Werkstattmann gesagt hat, wäre sicherer, wenn wir ins holen. Weil er kann nicht garantieren, dass er meins reparieren kann, so genau, weil meine Seitenblinker, da hat es Energie hingefahren auf der Innenseite am Spiegel und es ist halt hochgekommen und da ist von der Halterung vom Seitenblinker eins ist abgebrochen. Also eine Halterung. Und das ist halt bis ins Plastik rein abgebrochen. Und mein Bernhard hat gesagt, der repariert mir das, dass das wieder hält und klebt das und so. Aber er kann halt nicht dafür sagen, dass das, wie weit das eingebrochen ist und wenn Kälte kommt und so, dass da nicht vielleicht doch irgendwo noch mehr ist, was man jetzt nicht sieht, dass denn Wasser reinkommt und der defekt wird. Deswegen auf Reserve ihn holen demnächst und jetzt beim Black Friday einen geilen Deal gemacht. Ich habe mir einfach schwarz geholt. Ich hätte auch nochmal die gleichen geholt, aber die gab es nicht. So, und hier praktisch das Ding. So, das ist diese Halterung. Ja, und die ist, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken. Das geht so rum. So. So geht es um den Spiegel. So. Nee. So rum. Genau, so rum geht's rum. Die hintere Seite, die ist weggebrochen. Also hier unten, also praktisch hier, die Seite hier komplett, auf der Seite hier. Und hier, das Originalteil sieht ein bisschen anders aus, hat dann hier so oben so ein paar Risse und das will er dann kleben. Das ist ein dynamischer Blinker. Also praktisch, der blinkt dann halt über die ganze Fläche. Mein jetziger Originalblinker von VW. Der blinkt halt nur hier hinten. Der hat hier ein, also nur hier ganz außen hat er eine LED, die blinkt. Und ja, da ich ja immer mal Probleme hatte, schon, wie gesagt, ihr habt ja mitgekriegt, wie oft ich einen Unfall hatte, weil mir irgendeiner reingedonnert ist. In der Schwangerschaft von meiner Frau, der LKW, der mir in die Seite rein ist. Der Rentner, der an der Seite vorbei wollte und nicht gewartet hat, bis ich nochmal rückwärts fahren konnte, der mir dann an der Seite alle zerkratzt hat. Der Einkaufswagen, der. Ja, ich habe einen Unfall mit dem Einkaufswagen gehabt, der mir in die Seite gedonnert ist, um nur ein paar zu nennen. Und ich hätte auch gerne den normal durchsichtigen, weil meiner jetzt ist durchsichtig. Der Originale. Und hätte gerne auf die ganze Fläche, muss nicht mal dynamisch sein, über die ganze Fläche hätte ich gerne ein Blinken, ja, bum, 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 wegen besseren Sehen, als wenn man nur da außen hat. Über die ganze Fläche. Kann auch dynamisch sein, aber halt über die ganze Fläche, dass man das sieht. Da blinkt was. Gab's leider nicht in durchsichtig. Und deswegen habe ich jetzt schwarz genommen. Passt ja auch Auto schwarz-weiß, also ist ja schwarz-weiß gehalten. So, das. Dann habe ich mir noch was fürs Auto geholt, auch weil es halt demnächst defekt geht. Da sind ein paar Gummidichterungen kaputt hinten und wir wollen die Kofferraumklappe nächstes Jahr. Da blüht es ums Schloss rum. Also da, wo man drin drückt und um die Nummernschildbeleuchtung und so, da blüht der Rost und so. Und die sind auch eingerissen und ja, die sind halt auch schon ja, seit 2008 da im Auto drinne. Und also ich habe es ja gebraucht, gekauft und da habe ich jetzt mir gedacht, das ist denn die passende Möglichkeit. Ich guck gleich mal nach, wie teuer, war nicht teuer. Paar Cent. Eine LED-Nummernschildbeleuchtung zu holen. Die ist dann auch was heller. Die leuchtet dann nicht so gelblich. Die leuchtet dann auch so weißlich. Kann man dann auch besser das Nummernschild von Weitem erkennen oder so. Wenn die Polizei hinter ihm fährt. Ja. Zum Beispiel, falsch. Bestelldetails, Blinker, Blinker, Blinker. Da.
Bestelldetails. Für Golf 4, 5, 6, Lupo, Scirocco, Polo, genau. Die sollten kosten 25,99 € im Doppelpack. Also zwei. Und ich habe jetzt bezahlt 13,99 € mit den mit den Spiegelblinkern. Die Spiegelblinker zwei Stück 58,99 €. Ich habe jetzt bezahlt 38,99 € für die Spiegelblinker. So, und dann habe ich noch was gekauft. Das ist aber jetzt das letzte dann auch. Das sollte erst Samstag kommen. Davon brauche ich eigentlich nur eins, aber das gibt es nicht einzeln zu kaufen. Neue Fußmatten. Ich brauche eigentlich nur dieses eine für vorne, für meinen Fahrerbereich. Weil das kommt praktisch so in meinen Fahrerbereich, in den Fußbereich. Und hier, da wird das eingeklickt. Seht ihr das? Ich habe unten so Plastinippel im Fußbereich. Und die werden hier so einfach nur reingeklickt. Und dann hält die. Und dann rutscht die halt nicht vor, zurück. Dann hält die. Ich habe zwei Stück. Hier unten und hier oben. Und dann hält das. Bei meinem Originalteil, was jetzt mit bei ist, das ist auch grau außenrum bei mir. Frauchen hat gesagt, nimm schwarz. Dann ist alles unten dunkel. Das Gummi habe ich bei mir jetzt nicht. Das ist bei mir alles Stoff. Das ist hier schon kaputt. Das ist schon, hat schon ein Loch. So halbwegs. Bei mir hält das aber nicht. Bei mir geht das immer wieder raus. Und dann schiebt sich das ist hier vorne, und das schiebt sich das immer so ein bisschen nach vorne bei der Pedale hin. Und da habe ich schon ein paar Mal Glück gehabt, dass ich Musik mit einem Hacken immer denn vorziehen, weil sich das halt ungünstig zwischen Gas und Bremse oder Kupplung und so gemacht hat. Das ist dann halt scheiße. Und fährt sich echt doof. Und aber ich brauche die halt, weil ohne... Der normale Boden, der ist halt unten so Art Gummi oder, ne, Gummi nicht, so Plastik. Wenn ich das halt nicht drin habe im Auto und da rutscht dann halt, kannst du halt, rutscht der Hacken immer weg. Wenn du Gas und Bremse und so, dann musst du ja langsam machen und so und da rutscht ich immer mit dem Hacken weg. Ja, und deswegen habe ich mir entschieden, halt, kaufst du halt neu. Ja, ich bräuchte eigentlich nur das, aber es gab halt nicht einzeln. Und dann war ich halt hinten auch noch mit bei. Ja. Und für Frauchens Seite mit bei. Ja, das werde ich dann morgen gleich mal im Auto ranmachen. Daumen drücken, dass das auch das Richtige ist und passt. Weil eigentlich sollte es passen. Hoppala. Das habe ich halt geholt wegen der Fahrsicherheit. Ja? Nur deswegen eigentlich. Ja. Ich schmeiße meine Kartons immer ohne Paketaufkleber weg. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, das war doch. Also mehr ist jetzt hier wirklich nicht zusammengekommen. Ich muss jetzt Samstag zu Bernhard in eine Werkstatt mit meinem Auto wegen der Lampe vorne. Und dann nächste Woche oder nächste, da ist er dann Urlaub, übernächste Woche oder so, 22. rum, 23. rum, geht's dann halt für zwei Tage in der Werkstatt wegen reparieren. Ich habe auch noch TÜV, muss ich ja auch noch machen. Muss ich auch in der Berner gleich mal fragen. Der ist eigentlich jetzt im November fällig gewesen. Habe ja auch einen Brief von ihm gekriegt.
Wir wollten das ja alles mit ihm Schlag machen. Jetzt hat sich das alles ein bisschen verlagert. Da muss ich noch mal hin. Samstag bin ich ja da. Ja, und da bringe ich ihm gleich die Teile. Fahrwerk ist schon da. Weil mein Fahrwerk muss komplett neu gemacht werden im Auto. Also alles Federn, Stoßdämpfer, das muss alles neu. Dann halt unten Haufen Dichtungen und Ölfilter und Ölwechsel sowieso. Und ich habe jetzt auch die nächste Wartung in 9.800 Kilometern. Was sagt mir der Bordcomputer? Soll ich halt in der Werkstatt zur Wartung? Was war noch? Bremsscheiben waren fällig. Dann was war noch? Ach, keine Ahnung, Haufen Dichtungszeug von unten. Unterm Auto. Ist eigentlich größtenteils alles unterm Auto, was fällig ist. Und davon, manchmal sind nur zwei Sachen fällig, bei manchen nur eine Sache. Bernhard hat gesagt, der tauscht überall alle Vierer aus, wenn er das sowieso alles locker machen muss, und dann macht er gleich komplett neu. Und dann haben wir die nächsten Jahre wieder Ruhe. Weil wenn ich jetzt das austausche und dann in 2 Jahren oder nächstes oder halbes Jahr kommt die andere Seite, weil die sieht schon zerschlissen aus, ist Quatsch. Wenn das sowieso ab ist und das sind Pfennigbeträge 2, 3 Euro oder die eine Dichtung 10 Euro, ja, dann zahle ich anstatt 10 Euro für eine Dichtung halt 40 Euro für 4 Dichtungen, habe aber halt länger Ruhe und muss halt nicht in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal Geld bezahlen, damit das Auto aufbockt, alles abbaut, um da ranzukommen. Also Rad ab, dit ab, dit ab, dit ab, und da, um da an die Dichtung ranzukommen und das neu zu machen, so wird das gleich mit E-Mal gemacht. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.